Jo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute haben wir mal ein SBB am Start. Mit dabei ist JKL. Jo Freunde, Peace, was geht ab? Scanox, Ehre auf jeden Fall. Wir haben heute ein kleines SBB vorbereitet. Es wird um den guten Peter Crouch gehen. Ist eine coole Legende. Das erste Mal eine Hero-Card in FIFA 23. Wird mal bestimmt ein sehr spannendes SBB. Erstes SBB auf jeden Fall zusammen. Auf dem Kanal, auf beiden Kanälen wahrscheinlich. Und ja, Scanox, was sagst du heute? Ja, ich bin mal gespannt. Der Typ ist 2,1 Meter groß. Wir spielen nicht auf der PS5-Version, das muss man dazu sagen. Also Lengthy funktioniert hier nicht, ne? PS4-Version, logisch. Mal sehen, wie der performen wird. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, ist eigentlich relativ egal, wer von uns beiden anfängt. Ich hoffe, ihr lasst hier bei Scanox auf dem Kanal den Daumen nach oben scheppern. Macht ihm die 5000 Abos voll. Vielleicht knacken wir ja die 100 Likes auf das geile Format. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich rein in die Aufnahme. Genau, Jungs. Bei JKL haben wir auch eine Folge aufgenommen. Auch um einen Hero. Wer das ist, könnt ihr gerne abchecken. Geht da gerne rüber. Erster Link in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, kannst du, wenn du willst, als erstes reinhalten. So, Freunde, ich fange an, jetzt die ersten beiden Spieler reinzuhalten. Scanox kann einfügen. Ihr wisst ja, SBB, 30 Chemiepunkte müssen wir mindestens erreichen. Und ja, Scanox, füg mal deine ersten beiden Spieler ein und ich hoffe, ich kann sie dir beide als Bronzespieler ersetzen. Also ich sag mal so, wenn du einfach die beiden hast, eigentlich unmöglich. Linker Flügel, ich habe einen Franzosen mir ausgewählt, die neue Karte von Martin Terrier. Sehen wir, was der kann. Statsmäßig sieht er okay aus. Und auf der rechten Seite auch ein Franzosen aus der Bundesliga. Und zwar ist das hier, Moussa Diaby. Ist das Moussa? Ja, Moussa, genau. Okay, sehr schön. Du darfst beide Spieler behalten für die ersten Positionen. Ich habe Sancho und Sterling aufgeschrieben. Und dann würde ich sagen, halt du rein und ich füge die ersten beiden Karten ein. Ich halte schon rein, du kannst reinstellen, ja. Okay, der Mann hält schon rein. Ich weiß nicht, also ich glaube sogar, er kommt auf eine Karte. Ich bin auf der linken Seite mit dem guten Gakpo gegangen und auf der rechten Seite, ich habe es gerade selber aufgeschrieben, Raheem the Dream Sterling. Ich hoffe, ich darf beide behalten. Das wirst du mir jetzt halt schon wieder nicht glauben, ne? Ich habe einfach beide aufgeschrieben. Nein. Hä, wie random. Junge, ich spreche zusammen. Okay, dann gehen die ersten beiden Bronzekarten rein und wir sehen uns im Mittelfeld. Junge, wie kommst du auf die? Okay, als nächstes halte ich rein. Das sind meine drei Tipps. Vielleicht gehen die drei jetzt auch direkt wieder raus. Okay, also wir haben hier zwei Spieler aus der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob er drauf kommt. Und ein Spieler aus der holländischen Liga. Ich muss jetzt nur gucken, ob ich sie richtig positioniert habe. Wobei das eigentlich relativ egal ist. Wir haben einmal Bazouer, einmal den guten Mario Götze von Frankfurt und einmal Jamal Musiala von Bayern. Na, Bundesliga, ich war nicht ganz falsch. Ich habe Gravenberch aufgeschrieben. Ich dachte vielleicht für den Holland-Link. Dann hatte ich noch Van de Beek, auch nochmal Holland-Link und Eriksen in Form einfach. Würde ich sagen, halt ich meine nächsten drei rein. Ich hoffe, dass jetzt mal einer baden geht. Okay, also ein Altbekannter, den du auch gerade schon genannt hast. Und zwar habe ich den in Rot gezogen. Auch Jamal Musiala, Bambi, wie ihn die Münchner so schön nennen. Zentral habe ich dann eine Karte, die ich irgendwann am Anfang vom FIFA mal auch gezogen hatte. Ich habe gedacht, die knall ich jetzt einfach mal hier rein. Keine Ahnung, ob der was kann. Und zwar Savanier in Form. Ja. Und links daneben auch noch eine etwas neuere Special-Karte. Und zwar ist das Tolisso Once Watch. Sehr schön. Auch die darfst du alle drei behalten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei den Außenverteidigern. So, Freunde, wir kommen jetzt zu den vorletzten Positionen. Linksverteidiger und Rechtsverteidiger. Ihr seht es bei mir im Team. Ich habe schon zwei Bronzespieler bis jetzt eingebaut bekommen. Scanox spielt aktuell noch mit dem Pull-Team. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden jetzt eine Bronzekarte einfügen. Ich würde sagen, ich halte diesmal rein und du kannst einfügen. Also ich sag mal so, ich denke auch, jetzt hast du hundertprozentig ein. Komplett auffällig gebaut, aber ich mach's jetzt einfach. Vielleicht hast du da gedacht, wie hat der Stefan immer gesagt, manchmal ist das Offensichtlichste nicht das Offensichtlichste. Deswegen hole ich Davis rein und rechts hole ich ein bisschen undercover, weil er eigentlich Mittelfeldspieler ist, einfach mal Kimmich rein, umgeformt. Ja, Bruder, du darfst auch hier beide behalten. Ja, ich habe Frimpong und Hernandez aufgeschrieben. Scheiße. Ja, ich sag ja, manchmal ist das Offensichtlichste nicht das Offensichtlichste. Okay, dann halte ich auch direkt schon mal rein. Okay, und ich füge die ersten beiden Spieler an oder die einzigen beiden Spieler ein. Wir spielen Rechtsverteidiger mit dem guten Wan-Bissaka und Linksverteidiger mit dem Linksverteidiger von Manchester, Malasia.
und lass mich einfach diese Karten behalten. Ja, die darfst du diesmal behalten. Ich habe auch ganz auffällig Danny Da Costa aufgeschrieben, Ex-Frankfurter. Ich dachte vielleicht, oh, machst du da irgendwas? Und links halt Philipp Max, weil wäre halt schmiemäßig brutal gewesen. So. Okay, die letzten drei Positionen. Hier sind meine Tipps. Ich halte sie direkt rein und ich glaube, mindestens einen habe ich. Minimum. Also ich kann einfügen, oder was? Du kannst einstellen. Yes! Okay, also wir haben im Tor, ich weiß nicht, ob er drauf kommt, ich hoffe, dass er nicht drauf kommt, den guten Marc Flecken von Freiburg. Ich muss mich ganz kurz nur überlegen. Warte, ich hatte es schon gebaut, ich muss nur ganz kurz gucken. So, linker Innenverteidiger, auch ein Holländer, das ist der gute Timber. Kann man vielleicht drauf kommen, wo ist der Mann? Hier. Und auf dem rechten Innenverteidigerposition, da wird er, denke ich mal, safe drauf kommen, spielt der gute Ndika. Und ja, ich hoffe, ich kann sie behalten. Also, erstmal gut gebaut. Ich habe eine ganz kurze Frage. Gibt es dieses Joker-Ding noch, dass man halt also einen Stürmer ins Tor machen kann? Wenn du ihn richtig getroffen hast, ja. Dann würde ich da, glaube ich, Bronzemann ins Tor stellen an deiner Stelle. Hast du Blackie getroffen? Ja, und in die rechte Innenverteidigung, den Dicker, der muss auch leider raus, mein Bester. Boah, stark gebaut, ja. Oder stark erraten, sage ich mal. Gut, füge ich gleich die Bronzekarten ein. Es wird spaßig werden, ja. Es wird sehr spaßig werden. Und dann halte ich jetzt rein und alle drei Baden schicken. Ja, ich denke nicht. Also ich habe ein bisschen auf sicher gebaut. Da man ja nur 30 Chemien braucht, ich habe erstmal Upamecano reingeholt. Den wirst du, denke ich, mal safe haben, Frankreich, aber gut, mein Gott. Nehme ich mit. Dann nebenan, um noch eine Liga reinzubringen, ist der gute Alululu aus der Serie A. Und ich hätte jetzt auch theoretisch die Möglichkeit, Magnon ins Tor zu stellen. Mache ich aber nicht, weil ich mir unsicher bin und stelle einfach Allison rein. Geht sich nämlich von der Chemie auch her aus. 30 Chemie. Junge, ich kacke ab, du kannst mit dem kompletten Team spielen. Ich habe Areola, Konaté und Gomez eingebaut. Let's go. Junge, ich weiß nicht, wie das gleich enden wird. Und dann würde ich sagen, füge ich beide Bronze-Spieler noch ein, dann spiele ich mit 4 Bronze-Karten und dann sehen wir uns gleich im Game. Ja, viel Glück dir und wir gehen rein da in die Sache. Okay. Hey! Let's Gott, was passiert da? Nein! Mich drauf, jawohl! Hey. Dritte Minute, Abfahrt. Muss ich hier sehen, ich kann mehr. Coach, der fühlt sich halt auch an wie ein Baum. Junge, das ist Wahnsinn, der Typ. Wie kamst du auf die Idee, mit Crouch in SBB zu machen? Ich dachte, coole Karte eigentlich, Crouch. 2 Meter Mann, der ist doch super. Oh Mann, der lässt dich bodenlos spielen. Abseits. Der Ball. Nein. Ja, let's go, wichtig, wichtig. Nein. Peter Crouch? Na, ja. Der sollte hoch. Nein. Jawohl, nochmal Peter Crouch. Er ist ja so unbeweglich. Herria, ich will das Peter Crouch. Trefft. Ja, Peter Crouch. Let's go. Jetzt ein schöner Ball. Crouch in der Mitte. Crouch in der Mitte. Komm, Peter. Let's nein. Go. Peter. Geht da rein. Nein. Jetzt hoffe ich in Konter. Nein. Ich muss ihn wegbrechen. Peter Crouch! Sei doch nicht so langsam! Nein! Bambi! Nein. Ist das Bambi? Oder wer ist das? Ist scheißegal, wer das war! Ja, Bambi! Junge, mein Scheißdeuter! Wenig. Stark, Davis. Stark. Crouch kannst du halt auch nicht schicken, das ist eine tote Taube. Er sagt tote Taube. Das ist so. Wir haben sie ausgegraben, Crouch. Der lag. Neben der lag schon 30 groß. Jahre unter der Erde, ist so. Ja, Crouch. Nein, Crouch. Crouch, nein. Ja. Was bist du für ein bodenloser Spieler? Nee, oh mein Gott, Crouch lebt. Ja. Crouch, was der macht. Er ist so unbeweglich. Let's go. Junge, ja. Junge, ich da. Junge, ey, das gibt's nicht. Das gibt's Crouch, nicht. Junge, ja. Ja. Peter Crouch, geil gesehen! Ins lange! Peter Na. Crouch! Junge, yeah. Wie lucky! Oh mein Gott! Junge, Crouch! Bodenlos! Ist so bodenlos! Oh oh, oh oh! Nein. Ja, noch eine für mich! Nein, doch nicht! Was er macht! Crouch, nein! Abseits! Abseits! Kein Abseits! Das gibt's nicht! Egal, raus!
Eine lange Möhre. Scheiße. Nein, das war's. Okay, das war's. GG, aber 4-3 ja. Mit 4 Bronzespielern, Bruder. Peter Crouch, ich muss mir unbedingt nochmal sein Tor angucken. Das war ja da so athletisch, das kannst du keinem erzählen. Guckt euch das einer an. Geil. Okay, dann kommen wir zum Discarden. Wir haben mit 4 Bronzespielern gespielt. Ich sag mal so, ein Torunterschied ist noch in Ordnung. Geht auf jeden Fall fit. Und ich habe umgebaut, Scanox, du hast eine Karte frei zum Discarden. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Ja, man sieht schon. Guck mal, er hatte 4 Bronzespieler und trotzdem bin ich hier am Ölen. Das kann doch nicht sein. Das ist 50-50. Keine Ahnung. Vielleicht hast du stehen gelassen. Vielleicht hast du wen ins Tor gestellt. Glaube ich alles nicht. Deswegen nehme ich... Mein erstes Gefühl war der linke ZM. Ich nehme den einfach. Boah, Junge. Okay, ich sag mal so, absolut in Ordnung. Linker ZM, sagst du? Ja. Das war der Wang Bissaka. Ich habe umgebaut. Ah. Crouch stand auf dem linken Flügel. Bambi, wie du ihn nennst, linker IV. Deswegen, ich habe gerade schon ein bisschen Arschwasser gehabt, wo du links gesagt hast. Und dann linker ZM. Ich sag mal so, Wang Bissaka brauche ich jetzt nicht in Gold-Upgrade stecken. Ich stoße ihn einfach ab. Oh, abgestoßen, ja, und den Hinweis nicht mehr zeigen. Wang Bissaka ist ab. Wang Bissaka ist abgestoßen, Freunde. Und ja, es war ein geiles Spiel gewesen. Es war ein sehr spannendes Spiel gewesen. Hab natürlich gehofft, dass ich das Spiel trotzdem gewinne. Aber gut, mit 4 Karten weniger. Ich habe irgendwie auch vorher ganz schlechtes Gefühl gehabt, dass es vielleicht so ein 5-0 wird. Von daher ist es noch in Ordnung, kann ich verkraften. Und ja, Skenok, sag noch was. Wie fühlst du dich nach dem Sieg? Ja, es hätte höher ausgehen können. Aber ich meine, ich bin zufrieden. Ich habe nicht verloren. Das ist das Wichtigste. Und ja. Hier brauchen wir nicht mehr zu sagen. Falls es euch gefallen hat, lasst wie immer sehr, sehr gerne ein Like da. Schaut, wie gesagt, auch bei JKL vorbei. Da haben wir auch eine Folge aufgenommen mit einem anderen Hero. Wäre auf jeden Fall nice. Und ja, dann überlasse ich dir die Schlussworte. Okay, Ehre, Leute. Falls jetzt oder für diejenigen, die jetzt noch hier am Start sind, lasst gerne nochmal einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo dabei. Ich kenne auch sehr schön kurz vor den 5000. Es war eine sehr geile Aufnahme. Kurz auf jeden Fall, dass wir die zusammen gemacht haben. Vielleicht gibt es ja öfters noch auf beiden Kanälen. Gucken wir mal auf jeden Fall. Und dann war es das von mir auch gewesen. Ich bin raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.